Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind in dieser Autowerkstatt und suchen eine Batterie. Dann suchen wir am besten in ein Auto, das noch blinkt. Klingt doch schlau. Ach komm. Als ob das jetzt das Problem ist. Kannst du nicht irgendwie runterkurbeln? Oder hat der noch eine Batterie? Der große Brummi. Ich brauche eine Batterie. Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte, aber es ist nicht. Perfekt. Ja, komm. Es gibt doch noch... kann ich hier nicht irgendwie hochklettern und dann da so rüberspringen oder so? Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Das ist doch gut. Dann mach doch mal. Ich sag nicht, kein Strom. I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Kannst du hier oben nichts machen? An den Sachen? An der Steuerung? No power. Ja, war klar. Warum frage ich überhaupt? Hätte ich mir denken können. So dumm. Bürotür, da ist bestimmt was. It's locked. Vielleicht doch nicht. No way in. Warum hat eine Schule eigentlich eine Hebebühne? Und, ach, keine Ahnung. Ich frag schon nicht mehr. Da hinten ist nichts. Hast du was für mich? Kann ich dein Ding benutzen? Something you need? Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Dana ist echt verrückt, dass sie ihr Ding Hilda nennt. I got your promise now. Not a scratch. Natürlich nicht. Komm mit, Hilda. Yeah, perfekt. Und das Auto knallt gleich mit einem großen Bumm runter. I did it. Nein, wirklich, es geht langsam. Nein! Whoa, whoa. Und da ist der große Bumm. Probably not good. No shit! Oh, fuck. I'll try to hold them off. Hurry! There's the battery. Finally something goes right. Ja, ich weiß nicht, wie man eine Batterie abschraubt. Ich muss das doch nie. Man muss so viel lernen in The Walking Dead. Still attached to the terminals. Wie immer noch verbunden. Got that one off. Entschuldigung. It's off. Ja, jetzt kannst du es nehmen, ne? Perfekt. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here, I'll carry it. Ist ein bisschen schwer, ne? Okay, follow. Was sollte ich das nehmen? Kannst du die nicht irgendwie erschlagen? Move your ass. Ich bewege meinen Ash. Komm hoch da. Fuck, 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 fuck. Wie schnell sind die jetzt bitte durchgekommen? Skylar. Kannst du sie nicht alle umbringen? It's shut. Shoot it out. Ach, das ist laut. Das lockt Zombies an. Okay, als ob das uns jetzt noch Probleme bereiten würde. Da komme ich niemals ran. Auch mit den Dings nicht. Du schaffst das nicht. Kenny hat mich nicht hochbekommen. Aber du bist stärker als Kenny. Okay, ich nehme alles zurück. Oh, Mann. Do you ever stop complaining? Come on. Ich habe mich doch gar nicht beschwert. Ich habe nur eine Tatsache festgestellt. Ja, du hast auch einen Haken. Ich habe keine Hilda. Ich habe nicht mal eine Bertha. Come on, what are you, chicken? Jump. Ich bin gerne ein Chicken. I can't. It's too far. Du hast gerade doch selbst gesagt, du kannst es nicht. Halt dich doch mal an deine eigenen Worte. Okay, ist aber gut gegangen, Gott sei Dank. Ich glaube, man sollte da einfach nicht runterfallen. Oh Mann. Obwohl ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn ich runtergefallen wäre. Wäre cool gewesen, glaube ich. Come on. Sieht geil aus wie die Äste durch. Something I gotta do first. What? Okay. Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Und wenn du stirbst? Damn it, what the hell is she doing? Was ist, wenn sie jetzt stirbt? Was ist im Schließfach? Ach komm, da ist eine Hand, also ist da irgendwas Wichtiges drin. Das sind die Walker, ne? Wo geht es denn dahin, wo ich hin will? Ausgang zur Gasse, das ist falsch. In die andere Richtung. Ich schaff's immer, mich zu verlaufen. Geht's hier lang? Patronenhülsen. Das ist doch niemals in dieser Welt.
Ach, ich bin auch schon so pissig. Oh shit, hab ich mich erschreckt. Das ist laut, das ist laut, das ist unbelegt und laut. Unsere einzige Waffe? Also Nahkampfwaffe? Keine schlaue Idee, Lee. Keine schlaue Idee. Nein. Ich glaub's nicht. Ja. We got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn... Können wir bitte schneller gehen? Ich glaube, die Tür bricht gerade. Ich habe ein bisschen Angst. Nicht ehrlich. Ist Clem noch da? Ja. You're back. Yeah, and we made out pretty good too. Great work, Kenny. Kenny nicht immer noch ein bisschen besoffen? How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. You get that battery yet? Ja, aber Dana hat sie. Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Okay, sag jetzt ganz ehrlich, was hast du hier getan? Bree? Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. Du hast den Krebs besiegt. Wie lange kannst du wennen wegen Crawford? Wayne Crawford. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Oh, to my life. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn, girl, that's cold. It's how I feel. If you'd seen what I seen, you'd feel the same. Ich frag mich jetzt natürlich, ist Crawford wirklich gestört? Also sind sie alle tot? Oder sind sie nur umgezogen quasi? Also ein paar sind, mal klar, man hat ja die Ärzte und so tot gesehen, aber meint ihr, ein paar haben überlebt und sind nur woanders momentan? Ich weiß es nicht. Aber du hast den Griff besiegt. So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, when I thought there might be some hope, all this happened. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? Nicht donnerlich, nein. How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford. I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together, kept us alive. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Haben wir die Medizin denn schon? Also die Medizin, jetzt sag ich hier schon. Mensch, ich komme hier nicht rum. Mit Clem kann ich auch noch mal sprechen. You okay, Clem? Yeah. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. Hoffe ich auch. She'll be fine. She's pretty tough. Just sit tight, okay? I need to go take care of a few things. All right. Ich möchte, dass Clem auch ein bisschen so wird wie Molly. Ich meine, ich kenne ja schon den zweiten Teil. Ich habe ihn so ein bisschen geschaut. Also bei Holly und dann zum Schluss bei Sarazar, weil Holly einfach zu faul ist. Also die Season 2. Und, ja, ich muss sagen, Clem hat sich da extrem verändert. Hier ist sie noch das kleine, süße Mädchen und da halt nicht mehr. Trotzdem, das muss sie auch sein für diese Welt. Das muss sie auch. Tag, Ben. What do we still need? We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Hat der Alzheimer, ich hab sie eben schon gesagt. Here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? Lol. Ist schon schlau. Wir hätten auch das Boot fertig machen können und ohne sie wegfahren. Dann wären sie wieder in derselben Scheißsituation. Hätte ich auch getan, glaube ich. Aber Kenny hat echt Alzheimer.
Ich glaube, wir müssen jetzt die Medikamente holen, weil die Leute nicht eintrudeln. Ich habe so das Gefühl. Oh, speichert schon wieder. Wie scheiße ist das bitte? Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt, wo die Medikamente zu finden sind. Ich bin so schlau. Bei der Schwesternstation. Klar, aber wo bitte ist die Schwesternstation? Oh, Mann. Den nehme ich lieber nicht. Nein. Badezimmer, was ist da zu finden? Was sage ich schon jemals auf dem Klo? Ich habe dich noch nie auf das Klo gehen sehen. Hier sind auch Tote. Ausgang zur Gasse, da waren wir. Ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Aber oh, diese Geräusche, ich habe so Angst, dass es kaputt geht. Aber wenn, dann ist es ja vorprogrammiert. Ich kann eh sein. Jetzt wissen wir, wo die anderen sind. Warum sie nicht kommen? Kristen Vernon must be trapped in there. Nee, echt jetzt. Ich will sie nicht schießen. Ganz, ganz dumme Idee. Ich habe gar kein Zielfernkreuz mehr. Ich brauche dieses Zielkreuz, jetzt kann ich es nicht. Jetzt kommen die anderen Wetten. Wetten von der anderen Seite kommen jetzt die ganzen Zombies. Ach, scheiße, ich weiß es irgendwie. Hi. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Oh, is this guy nicht da, oder wie? Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. There's no way we can bust it open? Maybe with enough time, but I don't know how much of that we have. Be a hell of a lot quicker if we just knew the four-digit combination. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Warum, bitte, warum hat eine Schule eine Krankenstation mit verschreibungspflichtigen Medikamenten? Bei uns ist es so in Deutschland, dass man Schülern keine Medikamente geben darf. Nicht mal ein Aspirin kriegt man heutzutage noch von den Lehrern, weil die dafür Ärger bekommen können. Und in Amerika haben sie eine ganze Tour mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das ist doch... Oh, regt mich das auf. Vielleicht ist ja irgendwo ein Zettelchen. Hier liegen ja immer so viele schöne Sachen rum. Oder ist es hier drin? Weil das reizt mich. Ja, such die. Ja, ich wollte das nicht nochmal drücken. Entschuldigung. Ich wollte das Auge drücken. Logan. Hi, Logan. Too bad I don't know the combination to any of these. Ja, dieses eine sieht wirklich besonders aus, im Gegensatz zu den anderen. Und 10.000 Schließfächern. Steht hier irgendwas drauf? Oh. Okay. Hier scheint nicht zu sein. Vielleicht in der Kommandozentrale. Das wäre jedenfalls das Logischste, oder? Oh, die brechen das auf. Ich weiß es. Früher oder später brechen sie es auf. Willst du mal rausgehen? Nein, okay. Vielleicht doch nicht. Ich hatte schon mal bessere Ideen. Das sieht auch toll aus. Warum willst du da nicht reingucken? Das wäre viel einfacher. Wahrscheinlich. Sieht aus, als wäre es eine Vorschule gewesen. Steht hier irgendwie was? Nein, keine Kombination. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Ja. Medicine might be at the nurse's office. Ja. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Ist gut. Ja, hab ich kapiert. Hab ich schon geholt. Ich weiß ja, wo alles ist. Da, 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 da. Das ist eine Flagge. Das ist ein Regal. Was ist in dem Regal? Nothing but crayons and construction paper. Ist doch voll wichtig. Ha, sagt auch noch nichts außer eine Fahne. Nö, nö, nö. Fernsehen. No power, no TV. Ach, schade. Bücher. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Stimmt. Flugblätter. Ist das eine Kombination? Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution.
Was ist denn das? Days Outbreak? Vielleicht ist das irgendwie was Wichtiges sogar. Die Flugblätter. Vielleicht können wir die gebrauchen. Weil ich kann Clem uns helfen, die ist doch immer so intelligentlich. You okay, Clem? Yeah. Okay, sie ist nur okay. I'm glad Kenny and Bree made it back okay. Yeah, me too. And now we have fuel for the boat. Do you think we'll be here much longer? Nein. I sure hope not. Ich denke nicht. Just sit tight, okay? I need to go take care of a few things. All right. Finden wir hier noch irgendwas? Auf dem Boden liegend? Nein, 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 nein. Vielleicht werden wir es endlich schaffen, wenn das aufzubrechen. Aber ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und ciao, bis dann.